Ist der Trend jetzt vor allem der amerikanischen Aktienmärkte immer nach oben zu gehen, ohne Pause nach oben zu gehen? Ist dieser Trend jetzt gebrochen? Das ist die große Frage. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte heute. Was heute zu erwarten ist, aber schauen wir uns erstmal an, was gestern passiert ist. Hier sehen wir, dass die großen US-Indizes die größten Verluste seit vielen Monaten hatten. Der Nasdaq größter Verlust seit August, Dow Jones und S&P 500 seit Oktober. Und es waren die Highflyer der letzten Wochen und Monate, die abverkauft wurden. Eine Nvidia, eine Micron, eine Intel, auch eine Apple, eine Caterpillar. Also diese Tech, vor allem Tech-Werte eben, die sehr, sehr gut gelaufen sind. Und wir sehen einen gewissen Trendbruch natürlich erstmal in den Charts. Das ist hier der Nasdaq 100. Hier sehen wir, dass wir aus diesem steilen Aufwärtstrend zunächst mal rausgefallen sind. Heißt nicht, dass wir vielleicht auch wieder reinkommen, aber es zeigt doch, dass da ein bisschen Porzellan zerscheppert wurde. Das gilt vor allem besonders für den Bankenindex, BKX, hier ein ETF auf US-Banken. Und ich hatte gestern ja thematisiert, dass vor allem die Anleiherenditen massiv nach unten gehen. Es geht also das Geld in die sicheren Häfen und das ist nicht gut für die Banken, denn die Zinskurve, die hat sich teilweise invertiert, etwa die 2- und die 5-jährige US-Staatsanleihe. Und hier sehen wir, dass die Banken doch stark unter Druck sind, dass da also was passiert. Und wir sehen das eben auch im High-Yield-Bereich HYG, dieses ETF für Junk-Bonds, für hochrentierliche Anleihen, aber auch eben Hochrisiko-Anleihen. Wir sehen, dass die hier deutlich stärker fallen als die Aktienmärkte und dass vor allem hier die größten Abflüsse an einem Freitag passiert sind, die es jemals gegeben hat. Also es ist plötzlich wieder ein Risikobewusstsein da. Vielleicht ist das die Neuigkeit, die hier zu erwähnen ist, oder das, was plötzlich sozusagen wieder da ist, ist das Gefühl, dass nicht die Welt ohne Risiken ist, weil die Fed eben die ganze Geschichte stützt. Schauen wir uns mal an, wie die Dinge im Vorfeld der Apple-Zahlen stehen. Zunächst mal eben hier diese Strecke jetzt. Wir haben 76 Tage ohne einen Prozentverlust beim S&P 500 absolviert. Wir sehen, dass hier die Bilanzsumme zurückgeht. Das ist sozusagen das, was diesen in Anführungszeichen Abverkauf ausgelöst hat. Es gab den letzten schwachen, wirklich schwachen Tag an den US-Märkten im Oktober. Und wann war der letzte Rückgang der Bilanz in den USA durch die Fed? Das war im Oktober. Also da besteht ein Zusammenhang. 76 Tage, das ist einer der größten Werte der letzten Jahre, dass die US-Märkte nicht wirklich korrigiert haben. Aber vielleicht kommt ein bisschen Hoffnung rein. Heute ein Bericht von Nikkei, dieser japanischen Wirtschaftszeitung, die sagt, ja, Apple hat seine Zulieferer angewiesen, 10% mehr iPhones herzustellen und man will 80 Millionen iPhones verschiffen. Das wäre ein Anstieg zum Vorjahr von 14%. Das dürfte wahrscheinlich für Optimismus im Vorfeld der Apple-Zahlen heute sorgen. Wann kommen diese Apple-Zahlen? Die kommen um 22.30 Uhr. Natürlich bei finanzmarktwelt.de werden wir Sie das so schnell wie möglich unterrichten. Ansonsten haben wir die Aufträge langlebiger Wirtschaftsgüter um 14.30 Uhr und das US-Verbraucherportal Conference Board. Das wird zu beachten sein. Wie ist die Lage in Sachen Virus? Hier habe ich mal eine kurze Zusammenfassung. Wir haben 4.500 bestätigte Fälle. Jetzt auch der erste Fall in Deutschland, in Bayern. Wo soll es auch anders sein? Da infiziert man sich schneller. Wir haben dann 106 Tote, 976 in kritischem Zustand. 15 Länder sind inzwischen betroffen, davon 46 Infektionen. Wir sehen, dass die Kurve hier sehr steil nach oben geht, was die Infektionen angeht, aber eben nicht, was die Todesfälle angeht. Gleichwohl, und das ist eben das Relevante, das hatte ich gestern schon versucht herauszustellen, jetzt hat auch Shanghai beschlossen, alle Firmen erstmal dicht zu lassen bis 10. Februar. Je länger das geht, je länger hier die Fabriken stillstehen, je länger die ganze Geschichte praktisch eingefroren ist, umso größer die wirtschaftlichen Auswirkungen. Hier schätzt Pantheon, ein Analysehaus, dass Chinas BIP wahrscheinlich sogar negativ sein wird im ersten Quartal 2020. Man zeigt hier sozusagen, wie die Auswirkungen wohl sein könnten. Aber es wird natürlich alles darauf ankommen, wie lange diese Geschichte dauert, wie lange sozusagen diese massiven Maßnahmen auch der chinesischen Regierung anhalten. Und je länger sie anhalten, umso größer ist der Schaden.
Je schneller man irgendwie dieses Virus bekämpfen kann, umso geringer der Schaden. Aber wann und ob das passiert, das zeichnet sich eben noch nicht ab. Schauen wir uns mal an, was das in den Charts bedeuten wird, die Charts von Capital.com. Und wir haben im asiatischen Handel, obwohl viele Märkte da ja geschlossen sind und der Nikkei doch deutlicher im Minus ist, hier dann ein grünes Kerzchen gesehen zuletzt. Man rafft sich also auf. Wir sehen den S&P bei 3.264. Das wird für den DAX bedeuten ungefähr 13.290. Das dürfte die Ziel- oder der Anfangswert sein auf aktueller Future-Basis. Nasdaq ähnliches Bild, 9.029. Wir haben den Dow Jones bei 28.720. Wir sehen, Euro-Dollar kann sich nicht wirklich absetzen, nur noch knapp über der 1,10er Marke, 1,1022. Wir sehen Gold bei 1579, jetzt leicht unter Druck, und der Crude Oil wieder immerhin über der 53er Marke. Also, das ist das Geschehen. Wir haben den ersten Fall in Deutschland, das war zu erwarten. Ich hatte per Zufall auf einer Party jetzt am Wochenende mit einer Dame gesprochen, die für Hamburg mit koordiniert, bundesweit die Maßnahmen, die man ergreifen wird. Und sie hat mir erzählt, dass in Deutschland schon alles fertig ist. Passiert das, hat man Plan A, passiert das, hat man Plan B, also das wird dann sofort rausgeschossen. Man hat da aus vergangenen Zeiten eben gelernt, die Bundesländer müssen sich da abstimmen, das ist die Schwierigkeit hier in Deutschland. Also es ist jedenfalls klar gewesen, dass der erste Fall auftreten wird, wahrscheinlich wird es weitere Fälle geben. Das Entscheidende wird aber sein, was zunächst in China passiert, ob da sozusagen diese Geschichte ungebremst und mit beschleunigter Geschwindigkeit weitergeht und vor allem auch die Todesfälle zunehmen. Aber entscheidend eben, wie lange wird die Produktion in China stilllegen. Ansonsten ist jetzt alle Fokus gerichtet auf Apple natürlich. Wir haben heute auch Pfizer und ein paar andere, aber Apple ist sozusagen das Dickschiff, morgen dann Fed und dann eben im Laufe der Woche noch weitere Zahlen. Das wird eine wichtige Geschichte. Sind die Trends gebrochen? Vorerst ja, aber möglich ist, dass wir da wieder reinkommen, wenn die Befürchtungen nachlassen, so wie heute Morgen. Warum auch immer. Jetzt wünsche ich einen guten Start in den Tag und sage Servus und Ciao.